Guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Das ist ganz sicher kein schöner Abend für uns. Wir haben in beiden Bundesländern, in Brandenburg und in Sachsen, deutlich verloren. Wir sind auch hinter dem geblieben, was die letzten Umfrageergebnisse ausgesagt haben. Das hat sicher damit zu tun, dass es zum Schluss eine Polarisierung gab und viele Menschen nicht wollten, dass die AfD stärkste Partei wird. Dem sind wir sicher zum Opfer gefallen. Das wird aber als Erklärung trotzdem nicht ausreichen. Wir haben in hohem Maße verloren. Trotzdem möchte ich natürlich nicht versäumen, mich bei all denen zu bedanken, die sich im Wahlkampf engagiert haben für unsere Themen, für das Thema soziale Gerechtigkeit, für bessere Versorgung auf dem Land, für bessere Gesundheitsversorgung, gegen prekäre Arbeit, für höhere Löhne und gegen Altersarmut und vor allen Dingen gegen den Zustand, dass der Osten so stark vom Westen abgekoppelt wird und es dort viele Benachteiligungen gibt. Ich glaube, die Genossen haben alles getan, was sie tun konnten. Dass wir trotzdem so deutlich verloren haben, müssen wir die nächsten Tage gründlich analysieren. Wir müssen gründlich darüber reden. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen. Das darf keine Selbstverständlichkeit sein, dass die Linke so starke Ergebnisverluste hat. Natürlich ist für uns alle erschreckend, wie stark die Rechten geworden sind. Das haben in erster Linie die zu verantworten, die den Osten als Experimentierfeld für marktradikale Politikkonzepte genutzt haben. Das Resultat, dass die Löhne niedriger sind, dass die Lebensverhältnisse auseinanderdriften und das ist ganz sicher ein Nährboden für rechte Politik. Deswegen wird es auch einen erfolgreichen Kampf gegen die Rechten nur geben, wenn es deutlich mehr soziale Gerechtigkeit im Land gibt. Das müssen sich die Parteien der Großen Koalition auch hinter die Ohren schreiben. Die Linke wird weiterhin dafür kämpfen, dass es gerechter in diesem Land zugeht. Wir werden dafür kämpfen, dass die Unterschiede zwischen Ost und West eingeebnet werden. Wir werden dafür kämpfen, dass es den Menschen besser geht. Und wir werden auch dafür kämpfen, dass es eine radikale Umkehr beim Klimaschutz gibt. Da werden wir uns nicht beirren lassen. Ebenso in einer klaren Ausrichtung gegen Rechts- und Rechtsradikalismus. Auch dort werden wir weiterhin klare Kante zeigen. Trotzdem, das ist ein bitterer Abend für uns. Wir werden uns aber nicht entmutigen lassen. Vielen Dank.